Hallo Gartenbaufreunde, Doris Günther hat mich gefragt, ob ich ein Video zu Medinilla machen kann. Gerade die Pflege würde sie interessieren. Das ist ja das Video, ihr seht hier den Kommentar. Habt ihr auch einen Zuschauerwunsch, schreibt ihn in die Kommentare, ich gehe da immer gerne drauf ein und vielleicht kommt es in einem der nächsten Videos dran. Okay, auf jeden Fall findet ihr hier ein allgemeines Video über Medinilla, eine recht schöne Zimmerpflanze. Genau, es geht wie immer los nach dem Intro. Floll. Die Medinilla heißt auch botanisch Medinilla mit der Artbezeichnung Magnifica. Magnifica steht in dem Fall für prächtig. Es ist ein Schwarzmundgewächs aus den Philippinen, Südostasien die Richtung und Medinilla wird bei uns in der Regel als exotische, seltene, aber recht pflegeintensive Zimmerpflanze eingesetzt. In ihrer Heimat wächst die Medinilla entweder epiphytisch, das heißt auf größeren Bäumen sitzend, oder terrestrisch, also in den Boden reinwurzelnd. Wächst dort im Unterholz von größeren Bäumen, also ein bisschen weniger Sonne, mehr Schatten. Medinilla in der Natur wird insgesamt bis zu 240 cm groß und ist ein immergrüner Strauch. Wurde so 1850 in England eingeführt, wurde zuerst entdeckt, ich glaube in Manila, und wurde dann halt nach England geschifft. Und erfreut sich so seit 10 Jahren größerer Beliebtheit. Medinilla ist aber recht teuer, wie ich finde. Ein 17er Topf, 17 cm Durchmesser, eine Pflanze mit 60 bis 70 cm Größe kostet 25 Euro. Angebot habe ich euch bei Dena rausgesucht, erster Link in der Videobeschreibung. Finde ich recht teuer, ist auch sehr pflegeintensiv, wie ich schon gesagt habe. Medinilla Magnifica wirkt durchaus exotisch. Also es hat sehr, sehr große, rundliche, dunkelgrüne Blätter mit einer starken Blattnervatur. Die kommen da links und rechts aus dem Stamm raus. Und das Herausragende sind diese Blüten. Die Blüten kommen dann eben so dolden, traubenmäßig raus und hängen dann so. Und das ist eine fantastische Blüte. Sehr viele Einzelblüten, teilrosende Blüten, sehr lange Blütezeit. Gibt es in den Farben rosa oder rot. Die Blüte ist tatsächlich wirklich sehr außergewöhnlich. Dann kommen wir schon langsam zur Pflege. Von April bis November will die Medinilla einen hellen Standort ohne direkte Sonne. Das ist wichtig, da verbrennt sie relativ schnell. Und auch hohe Temperaturen, so Minimum 22 Grad, damit die halt schön wachsen kann, damit sie sich auch wohlfühlen kann. Medinilla Magnifica, sie kommt aus den Philippinen, will auch relativ hohe Luftfeuchtigkeiten haben, mindestens 60% relative Luftfeuchtigkeiten. In diesem Zeitraum, März bis November, will sie auch 14-tägig gedüngt werden mit einem Grünpflanzen- oder Blühpflanzendünger und will auch regelmäßig gegossen werden. Ich würde da einmal in der Woche gießen mit so 10% des Topfvolumens. Beim 17er Topf sind es, glaube ich, 250 Milliliter, da einfach reingießen, dazwischen aber schön abtrocknen lassen, sodass halt die Pflanze auch mal ein bisschen Luft an den Wurzeln hat. Das Wasser für die Medinilla sollte warm sein, zimmerwarm und recht kalkarm. Ihr am besten verwendet ihr Regenwasser, weil die Medinilla tatsächlich auch kalkempfindlich ist. Das ist die erste Phase, dann hat die Medinilla, um neue Blüten zu bilden und auch Blüten zu induzieren, eine ausgeprägte Ruhephase, die sollte 3 Monate betragen. Die startet dann so im Dezember und geht bis März so. Da dann die Medinilla kühler fahren, so um die 15 Grad Celsius. Keine Düngung mehr, immer noch ein heller Standort, keine direkte Sonne und auch weniger Gießen. Da ist es kühler, da braucht die Pflanze weniger Wasser und da gießt ihr auch instinktiv weniger. Dann solltet ihr auf jeden Fall alle 3 Jahre die Medinilla umtopfen. Dafür verwendet ihr wirklich ein hochwertiges Kultursubstrat, eine hochwertige Grünpflanzenerde, nichts Billiges vom Baumarkt oder auch
vom Discounter wirklich was Hochwertiges verwenden. Dann, wie schon gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit ist immer ein Thema. Ab und zu besprühen, gerade im Winter, bis diese Phase halt November, Dezember erreicht ist. Wenn der Winterstandort nicht passt, dann siedeln sich gerne auch mal Schädlinge an, die typischen Wollläuse, Spinnmilben und auch Schildläuse, die einfach beobachten. Dann ist die Medinilla an für sich schnittverträglich. Ich würde aber da nicht rumschneiden, weil das Ding, so wie es natürlicherweise wächst, immer noch am schönsten ist. Tatsächlich könnt ihr aber auch, wenn so ein Blütenstand mal vertrocknet ist und verblüht ist, dann halt das tatsächlich wegschneiden. Das könnt ihr machen. Ich würde aber nichts Grünes wegschneiden, um irgendwie einen Formschnitt zu machen. Das ist Schwachsinn. Zusammengefasst ist die Medinilla tatsächlich eine sehr pflegeintensive Zimmerpflanze, gerade mit dieser Ruhephase, die muss man berücksichtigen, sonst ist es einfach eine Grünpflanze. Und eigentlich mit den hohen Luftfeuchtigkeiten, 60%, ist es eigentlich mal wieder eine ganz typische Badpflanze. Tageslichtbad, heller Standort, hohe Luftfeuchtigkeiten, warme Temperaturen, da wäre das Ding mal wieder optimal. Jo, und das war das Video zum Medinilla. Hat euch das Video gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns mittwochs zu Tisch bei einem neuen Video. Haut's bis dahin rein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschaußen.